Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht hier vorne den Bereich, den wir beim letzten Mal angefangen haben zu bebauen. Da fehlen jetzt natürlich noch die letzten Häuser hier so. Aber was wir noch sehen im Hintergrund, jetzt nicht, aber jetzt, eins, ja, danke, eins, zwei, drei Inseln. Und ich habe mir überlegt, dass ich die gerne früher oder später auch noch bebauen möchte. Wie, weiß ich allerdings noch nicht so ganz genau. Ich würde es gerne dann auch mit Fähren verbinden. Was ich nicht weiß, ist, ob das mit der Größe hinhaut, dass wir vielleicht gar keine Straßenverbindung machen. Weil sonst würde ich halt hier rüber und dann darüber oder halt hier rüber und darüber eine Straßenverbindung machen. Ich denke, bei der Insel könnte es klappen und bei der ist die Größe wahrscheinlich schon so, dass wir da eine Straßenanbindung brauchen. Denn die müssen ja auch Waren bekommen. Ich würde das gerne dann demnächst irgendwann ausprobieren, das zu bebauen. Erstmal vielleicht ohne Straßenanbindung. Mal schauen, wie gut das funktionieren würde. Dazu würde ich aber einmal hingehen. Und das hier auf jeden Fall einmal eben machen, beziehungsweise anpassen. So. Und dann würde ich hier gerne schon mal, weil das stört mich schon sehr lange, würde ich hier gerne einmal einen Kreisverkehr machen. Das kommt zum einen erstmal weg. Das passt ja eigentlich sehr gut zum Zoo. Das stört mich nämlich da auch schon so ein bisschen. So, und dann können wir doch hier mal schauen, dass wir da einen Kreisverkehr setzen können. Ja, vielleicht eher den kleineren. Jetzt ist es im Weg. Ein kleines Stück müssen wir dann noch nach vorne bauen. Gucken wir mal, ob es reicht. Ja. Dann passen wir die Straße an. So, dann haben die Busse eine Wendemöglichkeit. Die Straße kommt da schon mal weg, würde ich sagen. Weil da geht es mit unserem Zoo dann weiter. Ganz ehrlich, das gefällt mir so besser. Dann können die Busse da wenden. Die Autos können dann nach da weiterfahren und auch die PKWs können wenden. Apropos PKWs. Hatten wir hier nicht schon mal ein Parkverbot ausgesprochen? Scheinbar nicht. Dann, wenn wir das jetzt tun. So. Na, da parkt sowieso im Moment keiner. So, und da bitte auch nicht. Sind auch die Parkplätze schon deutlich voller geworden. Und das sieht meiner Meinung nach besser aus, als wenn die alle an der Straße parken können oder wollen. Uns fehlen noch 1000, ja nochmal so viele, 1250 ungefähr. Fehlen uns zur nächsten Stufe. Es dauert also noch einen Moment. Und dann können wir uns überlegen, wie wir das dann hier hinten anschließen. Wobei ich das vielleicht gar nicht in dieser Folge machen möchte, denn ich habe nicht ganz so viel Zeit und das dauert vielleicht doch ein bisschen länger. Gucken wir mal irgendwann demnächst. In einer der nächsten Folgen wird das sicherlich angehen. Was mir gerade einfällt, ich wollte ja eigentlich die Mautstation mal anschauen. Allerdings habe ich nachgelesen und es gibt wohl noch Probleme mit dem Traffic Manager, mit dem hier. Das funktioniert wohl im Zusammenspiel damit nicht. Da fahren wohl die Autos irgendwie nicht richtig durch. Es kommt zu Staus und Geld kommt auch nicht dabei rein. Von daher würde ich sagen, wir warten noch ein bisschen, bis eventuell dieser Mod dann auch gefixt wurde, bis das alles funktioniert. Ich möchte die ungerne deaktivieren, weil damit haben wir halt die Richtungspfeile geändert und teilweise die Kreuzung angepasst und hier zum Beispiel das Parkverbot jetzt. Deswegen möchte ich die hier ungern rausnehmen. Ich denke, das ist ja eine viel genutzte und sehr beliebte Mod, dass es da auch relativ schnell geht, bis da ein Update kommen wird. Deswegen,
Ja, bleibt jetzt erstmal dabei, dass wir noch keine Mautstellen bauen. So, was wir noch machen können eigentlich, ist hier nochmal ein Gebiet, ein neues. So. Und dann wird das zum Tourismusgebiet ernannt. Bekommt noch ein paar Richtlinien. Verbindungsschein würde ich gerne. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht, oder? Hätte ich das nicht schon mal gemacht? Was war denn das schon mal? Das würde ich auf jeden Fall für die ganze Stadt mal aktivieren dann. Und auf jeden Fall. Nee. Na, es gibt doch noch diese. Ach, hier unten kommt noch was. So. Weil dann können wir hier hin. Soll gar nicht viel sein, soll nur so ein kleiner Bereich sein. Vielleicht ein Hotel noch zu den Parks. Würde ich sehr schön finden. Ja, und wir gucken mal, wie es dann weitergeht. Gut, die muss noch geschlossen werden, die Lücke. Das wird sicherlich bald kommen. Ich möchte auch jetzt im Moment keine Industrie bauen. Ich werde mir wahrscheinlich nach dieser Folge, werde ich wahrscheinlich das Industries DLC holen. Was ist hier los? Deswegen möchte ich jetzt im Moment nicht irgendwas an der Industrie machen. Und ich sehe gerade, das ist neu. Traktoren mit zwei Anhängern. Gab es sonst nicht. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht neue LKWs gibt. Oder neue Fahrzeuge. Ich glaube, neue Züge gibt es. Können wir ja auch mal schauen. Wo haben wir denn unsere Züge? Hier. Ich weiß jetzt nicht, welches Mods sind und welches vielleicht Züge aus dem Spiel sind. Das. Ah, cool. Die sind jetzt nicht mehr immer voll, sondern teilweise. Da wird jetzt wahrscheinlich simuliert, wie viel die wirklich transportieren, oder? Hinten Öl. Hier ist leer. Okay. Das finde ich natürlich genial. Sehr schön. Ja, sonst waren es halt immer diese grünen. Jetzt sieht man sogar, ob es was geladen hat oder nicht, wahrscheinlich. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Ja, was machen wir jetzt noch in dieser Folge? Ich möchte sie auch gar nicht zu lang machen, weil wie gesagt, ich würde gerne den DLC noch holen und dann damit weitermachen. Aber diese Folge nehme ich auf, damit da auf jeden Fall noch was kommt. Ich kann euch gar nicht sagen, für welchen Tag, für Sonntag oder für Montag müsste die Folge eigentlich sein. So, hier haben wir natürlich das Problem. Wir müssen hier an der Bahnstrecke entlang. Das ist natürlich nicht so schön für die Leute hier. Aber gut. Ist natürlich die Frage, was vorher gebaut wurde, ne? Die Bahnstrecke oder die Häuser. Wahrscheinlich eher die Häuser. Da müssen die halt jetzt damit leben, dass da jetzt die Bahn vorbeikommt. Können ja ein bisschen gucken, dass wir die Wohngebiete mehr so hier machen. Ja, auch da. Na, hallo? Jetzt. Diese kleinen machen wir mal wieder zum kleinen Läden. So. Und alles andere würde ich sagen,
wird Wohngebiet. Mal gucken, ob da der Strom überschlägt, dann würde ich auch das Gebiet ein bisschen. Ja, eigentlich bis hier oben dran ziehen. So. Das auch. Irgendwie, ja, so in der Art. Dann könnte man hier das noch, aber erstmal sollen die hier bauen. Jetzt gucken wir mal, ob die vielleicht noch eine Feuerwehr gebrauchen könnten. Ja. Obwohl, da ist einer. Ein Arzt wäre vielleicht nicht schlecht. Zack. So. Schule ist da. Könnten wir da hinbauen. Wir gucken erstmal, wie das passt da. Sonst bauen wir da noch eine Grundschule hin. Oberschule. Ja gut, die ist halt da. Die ist sehr weit weg. Die bräuchten eine. Aber das Gebäude passt halt eigentlich nicht so schön dahin, ne? Die sind halt eigentlich viel zu groß. Können wir mal höchstens gucken, hier sowas zu nehmen. Sowas etwas kleineres. Wobei die auch schon relativ groß ausfallen. Von daher würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Die sollen erstmal bauen da. Dann können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann können wir, wenn die fertig sind, können wir noch einen Park oder irgendwas hinbauen. Und je nachdem, was sie noch brauchen. Aber erstmal sollen die bauen. Die Nachfrage ist auch nicht so hoch, deswegen dürfte es da wahrscheinlich ein bisschen dauern. Guten Tag. Und wir können mal schauen, wie viel wir noch brauchen. Weil je nachdem warten wir jetzt noch einen Moment. Ne, da brauchen wir noch zu viele. Und das können wir dann in der nächsten Folge erreichen. Hier ist ein Stau. Was ist denn da los? Ich glaube, das mit dem Kreisverkehr hier ist gar nicht so eine gute Idee. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn wir hier ein richtiges Kreuz machen. Könnten wir noch machen. Das so ein bisschen anpassen. Weil ich glaube, das ist nicht so sinnvoll hier im Moment. Hier ist einfach sehr viel Verkehr. Welche haben wir da? Vier Spuren sogar. So. Ja, da kommen wir wieder nicht richtig hin, ne? Und so. Und was passt aber nicht? Da ist die Autobahn nicht mehr so breit. Ach so, das hatten wir gemacht hier. Ja, ich weiß noch. Da war hier an der Autobahn Schluss. Wegen dem Flughafen. Und dann können wir jetzt überlegen, ob wir... Ja, man könnte jetzt zum Beispiel... So könnte man es machen, ne? Nee. Doch. So. Muss man gucken, dass man da unter durchkommt. So, damit wir da unter durchkommen. Jetzt müssen wir mal gucken. In die andere Richtung. Ich würde so rumbauen. So, dann sehen wir das. Dann können wir das auch wieder anmachen, weil dann...
Sehen wir ja, wie es hier am besten passt. So. So. Dazwischen. Perfekt. Und dann? Gucken wir mal hier. Die da dran. Müssen wir es wieder wegmachen. Die Frage ist natürlich jetzt, reicht das? So? So? So. Dann können wir gucken, wie das hier jetzt wird. So ganz hundertprozentig bin ich mit den Straßen noch nicht zufrieden. Dann müssen wir nochmal schauen, dass das ein bisschen schöner wird. Aber zum Gucken, ob das funktioniert und so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, vor allem, reicht es ja. Und dann werde ich es vielleicht zwischen den Folgen oder nächste Folge noch mal ein bisschen anpassen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann, euer Kevin Zock. Bye, bye.